Hallo zusammen. So, da ich einmal hier am Tisch sitze, habe ich mir gedacht, ich zeige euch direkt meinen Adventskalender. Ich habe ja den von Kraft das Companion, von Ulrike und von Kreativdepot. Ja, und dann legen wir mal direkt mal los. Einmal Türchen Nummer 1. Da war im Moment mal kurz. Da war vom Kreativdepot, war einmal hier dieses Bäumchen drin und hier Wichtelgrüße. Das habe ich euch auch mal abgestempelt, damit ihr das besser sehen könnt. Hier, das ist der hier. Der war in Türchen Nummer 1. Na, ist ein bisschen zu hoch, ne? Ich habe die Kamera ein bisschen näher gemacht. So, dann habe ich bei Ulrike war in Türchen Nummer 1 diese Weihnachtsstanze. Das ist die Stanze hier. Die habe ich euch auch ausgestanzt. Und zwar ist das die hier. Ich habe mir gedacht, ich nehme mal eine dunkle Farbe, dann kann man das auch besser erkennen mit dem Hintergrund. Also es ist sehr filigran. Da werde ich wohl ja, ich sag mal, so ein Klebepapier drunter machen und dann erst ausstanzen, weil das sehr filigran ist. So, und dann habe ich bei Kraft das Companion, war in Türchen Nummer 1 einmal dieser Stempel hier. Huch, da sind wir ja. Der Stempel hier. Plus die passenden Stanzen dazu. Also ausgestanzt habe ich das jetzt nicht, aber ich habe es abgestempelt. So, das sind die Stanzen dazu. Ne? So, und dann fehlt hier noch die Zuckerstange und das. Und dann habe ich, hier ist der Abdruck, also der Stempel. Ja. Ich finde das richtig hübsch. Hier ist dann noch so ein Strohhalm oder die Zuckerstangen, die kann man dann auch da rein tun. Ich habe den jetzt extra separat abgestempelt, damit ihr das dann besser erkennen. Normalerweise muss die Sahnehaube ja da drauf, aber wem erzähle ich das, ne? So, das war Türchen Nummer 1. So, dann tue ich das mal alles hier auf Seite. Das liegt dann wahrscheinlich nicht mehr im Bild drin, aber so ist es jetzt. Ich habe das alles ein bisschen näher gemacht. So, dann haben wir Türchen Nummer 2. So, weg, weg, weg. So, Türchen Nummer 2 hatte ich, womit hast du denn eben an? Kreativdepot. In Kreativdepot hier dieses runde. Ja, ich weiß jetzt nicht, was das die Bezeichnung davon, aber es sieht auf jeden Fall total schön abgestempelt aus. Ja, das hier. Das sieht doch richtig toll aus, ne? Also ich finde, das sieht richtig schön aus. Auch richtig schön mit den Linien schön drin. Also der Stempelabdruck ist richtig klasse geworden. So, das war in Türchen Nummer 2 bei Kreativdepot. Dann habe ich bei Ulrike in Türchen Nummer 2. Das hat die 2, ja. Da gab es einen Stempel. Ach so, den brauchte ich ja jetzt eigentlich gar nicht stempeln, weil der ist ja hier mit drauf. Hier. Weihnachten liegt in der Luft. Auch richtig schön. Ich habe den trotzdem mal abgestempelt, damit ihr auch mal die reale Größe sieht. Weil der ist ja hier doch etwas kleiner abgemalt, drauf gemacht.
Also das ist dann die richtige Größe. Also richtig schön ist der. Gefällt mir auch super gut. Und bei Crafters Companion gab es bei Türchen Nummer 2 diese Stanze hier. Das ist eine Schneeflocke. Die habe ich euch auch fertig gemacht. Hier. Moment, ich drehe das mal kurz. Die ist richtig klasse. Und ganz einfach durchzustanzen. Die geht ganz einfach aus. Also richtig super. So, das war Türchen Nummer 2. Dann tue ich das auch mal auf Seite. Denn dann kommt jetzt Türchen Nummer 3. So, sieht man da irgendwann im Bild? Ein ganz klein wenig. So. So, Türchen Nummer 3. Ja, ich bin nicht in Übung. Das sind meine ersten Stempelkalender dieses Jahr. Ich habe noch nie einen Stempelkalender gehabt. So, Kreativdepot. Hatte hier so eine Blume gehabt. Finde ich total hübsch. Das ist dann, habe ich natürlich abgestempelt. Ne? Die sieht richtig süß aus. Guck mal hier, das ist die Blume. Sehr schön geworden. Ein sehr schöner Stempelabdruck. Dann bei Ulrike gab es wieder eine Stanze. Und zwar zauberhafte. Ne? Eine Stanze. Zauberhaft. Also zauberhafte Weihnachten. Das gehört dann wohl zur ersten Stanze. Und das habe ich natürlich auch ausgestanzt. Das ist das hier. Auch wieder super filigran. Wie gesagt, muss man so einen Klebebogen drunter machen, dann geht das, kann man das auch ohne Probleme verarbeiten. Und dann habe ich bei Crafters Companion gab es wieder ein Stempelset. Und zwar hier Mütze, Handschuhe, Schal mit Stanzen wieder. Mit 3 Stanzen. Und das ist der Ausdruck. Ich habe es nicht ausgestanzt, weil ja der Stempel zu frisch ist. Sonst verwischt das alles. Das ist der Stempelabdruck. Und das. Also ich muss echt sagen, bisher alle 3 Kalender top. Bin ich total happy drüber. Ich freue mich sehr, dass ich mir die geholt habe. Ja, das war's dann, ne? Also die nächsten Kalender, ich muss dann gucken, dass ich immer so ein paar Türchen zusammen mache. Ja, auf jeden Fall, ich freue mich schon auf die nächsten Türchen. Tschüss zusammen, ich wünsche euch noch eine schöne Adventszeit. Tschüss.